Willkommen zu Part 13 von Kirby Night. Entschuldigung, Part 12 von Kirby Nightmare in Dreamland. Wer sich jetzt wundert, warum das so lange gedauert hat, bis jetzt hier ein neuer Part kommt und warum ich jetzt eine andere Ability als am Ende des letzten Parts habe und eventuell eine andere Punktzahl und andere Level, kann ich euch sagen, woran das liegt. Ich habe mir mal einen Speicherstand rausgesucht, wo ich noch nicht mal den ersten Run durch hatte. Also den ersten 100% Run praktisch. Und weil wir ein Problem hatten. Und zwar, das Problem lautete, meine Festplatte hat meine gerenderten Parts geschrottet. Und zwar 3 Stück an der Zahl. Das wären dieser Part, Part 12, Part 13 und Part 14. Part 15 hätte ich noch als Rohaufnahme. Deswegen werde ich jetzt bis Welt 5.5 spielen. Nochmal. Und das werde ich am Stück aufnehmen und daraus dann 3 Parts schneiden. Hat einen Grund, warum ich das mache. Ich mache mal hier kurz das, den Kirby's Kufengrind, weil ich das dann besser erklären kann. Und zwar werde ich das jetzt nochmal am Stück bis dahin aufnehmen. Hat einen Grund, weil, wie gesagt, die... Ich will daraus wieder 3 Parts schneiden, dass ich dann später Part 15 wieder als Part 15 verkaufen kann. Verkaufen ist ein gutes Wort, ich weiß. Aber, lässt sich leider nicht anders regeln. Und ich musste ja Gott sei Dank beim ersten 100% Run nicht so viel nachspielen. Und das ist halt der Riesenvorteil, den ich jetzt hatte. Erster werde ich nicht mehr, aber zweiter. So, das ist halt der Riesenvorteil, den ich jetzt hatte und habe dann nochmal bis hierhin gespielt und hat echt viel Zeit gekostet. Aber ich werde das... Aua, da war meine Trinkflasche im Weg. Ich werde das aber jetzt mal nachholen. So, und wir gehen in Welt 2, 3. Mit nur 3 Hitpoints. Treffen lassen wollte ich mich eigentlich nicht. So. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas schneller bin als im vorherigen Versuch. Allein schon aus dem Grund, weil ich mittlerweile so eine Art Skill entwickelt habe, möchte man sagen. Und, jo. Also, ich würde gerne mal hier rein. Und ich hätte gern das UFO. Okay, dann nicht. Dann kriegen wir eben kein UFO, dann hole ich mir halt das Schwert wieder hier. So, komm mal her. So, ich würd schon behaupten, ich hätte so eine Art Skill entwickelt mittlerweile. Also dadurch, dass ich das Spiel jetzt so oft gespielt habe und dann auch noch mit in einem Livestream eine Sache gemacht habe, die ich auch später noch hochladen werde. Alles schon auf dem PC, muss nur noch gerendert werden und geschnitten werden. Und dann wird das Ganze ganz toll und ganz souverän und ganz super schön. So, kann auch sein, dass ich zwischendurch mal kurz einen kleinen Cut mache, wenn ich mal eine kurze Pause machen sollte. Aber, da kann es dann sein, dass es in-game, also mitten im Part, einen kleinen Schnitt geben könnte. Das wäre aber nicht so schlimm. Ich denke mal schon, dass ich das innerhalb von einer halben Stunde durchbekomme. Dann haben wir halt mal 3 10-Minuten-Parts. Aber, warum auch nicht? So, ein Kampf gegen Meta Knight mit nur 3 Hitpoints ist immer schön. Mit, ja, nur 3 Hitpoints, wie gesagt. Komm. Aua. So, du kommst mal her. Damit du den hier besiegen kannst. Das war fies. Das war fies. Das war echt fies. So, jetzt haben wir nur noch 7 Leben. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Ich meine, ihr kennt das ja mittlerweile, wie ich mich hier bei Meta Knight kämpfen anstelle manchmal, aber... Das ist ja nichts Neues. So, komm mal her, du. Und du bist... Down, du bist auch down. So, die Tür erscheint. Sehr schön. Ach ja, Leute. Kirby, Nightmare in Dreamland ist ja ein... Ich kann ja mal so ein bisschen was zu dem Spiel erzählen. Ist ja ein Remake von dem NES-Klassiker praktisch gesehen. Wobei ich sagen muss, der NES-Klassiker war ja um einiges schwieriger, weil er nicht in Farbe war. Und so einige Secrets konntest du einfach nicht so schnell sehen. Oh, hast du hier natürlich den Vorteil, du siehst die Secrets schneller. Moment, ich muss mal kurz das Mikro besser ausrichten. Damit ich mich hier... Oh, wartet mal. Das könnte man kurz laut werden auf den Ohren. Ach, weil mein Mikrofonständer... Ja, hat Ständer gesagt. Weil meine Mikrofonhaltevorrichtung ist etwas kaputt.
Und das ist halt nicht so schön. Was haben wir denn hier? Ein Laser. Sehr schön. Wir klauen einfach was aus dem Museum. Das ist ja alltäglich. Und weiter geht es hier in dieser Welt. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, in diesen drei Parts weniger zu singen, denn in den nächsten Parts, die folgen werden, wird es wahrscheinlich wieder mehr werden. Kann ich euch jetzt schon sagen. Die ich alle noch rendern muss im Übrigen. Dafür, dass das Projekt schon so lange auf meiner Festplatte rumgammelt, vielleicht liegt es aber auch genau daran. Wow. Ja, meine Ability ist weg, aber dafür hole ich mir jetzt den Stromer. Aua. Elektro-Titte. So. Sehr schön. Und weiter geht das hier. Lalalala. Was kommt jetzt denn jetzt? Ein Wecker. Kein Mensch mag Wecker. Aua. So. Aber ich mag Wecker. Als Ability den Popstar. Ja, der hilft uns jetzt ein kleines bisschen weiter. Allein schon in diesem Raum. Wegen diesen ganz fiesen Gegnern, die du nicht einsaugen kannst. So. Ich hätte gern den Laser. Gibst du mir bitte den Laser? Danke. Da wäre noch einer. Ah, weg da. Geht weg da. Puh. So. Und hier, das will ich auch gerne noch. Geh mal weg, du blöder Laserkopf. Ich hasse dich. Ah, das war Fail. Den hätte ich auch nicht müssen aktivieren. Aber das Leben will ich haben, auf jeden Fall. Weil Leben sind lebenswichtig. Ha, verstehst du? Lebenswichtig. Leben. Ha, ha, ha. So. Das Ding brauchen wir theoretisch auch nicht. Wir sind ja voll geladen. Drei Herzen und drei Hitpoints. La 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 la, du bist down, du bist down. Hör doch auf, mich zu verfolgen. Eigentlich wollte ich nicht mehr singen, aber diese Musik steckt an. Und jetzt hole ich mir das Leben. Nicht. Kommt sogar nur auf die drei. Was ist das denn? Was ist das denn? Sun-Eyes Island. So, was haben wir denn hier freigespielt? Ein Kampf. Ich glaube, den werde ich auch eben mal machen. Weil... Na, eigentlich brauche ich es nicht. Eigentlich brauche ich es nicht, weil ich weder die Ability noch die Maxi-Tomate brauche. Aber, naja. Hauptsache mal gemacht, ne? Aua. Das war fies. Gib mir mal meinen Laser wieder. Gib mir mal meinen... Dann fick dich einfach. So. Er hat fick dich gesagt. Er ist voll böse. So. Und durch. Halt. Erst hier hinter. Erst den Energy Drink einsammeln. So. Sehr schön. Lalalalalala. Gibst du mir mal kurz einen Wheelie? Dankeschön. Jetzt geht das Ganze nämlich ein bisschen schneller von der Hand. Sehr schön. Ah, einfach nur aus Prinzip. Sehr schön. Jetzt mich mal da rein und miau. Halt. Und miau. Und wow. Miau. So, erstmal hier hinten gucken. Hier ist nämlich noch eine Tür. So. Und da hätte ich natürlich gerne den Feuerball, weil mir der tausendmal lieber ist als das Rad. Dann können wir hier noch ein paar Leben abstauben. Okay. 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 So. Sehr schön. Und Bamsen. Oh. Gib her. Gib her den Feuerball. Du bist down, mein Freund. Der Feuerball ist manchmal schon echt nützlich. So, aber hier würde ich trotzdem gerne den Sprung benutzen. Und hier ist kein Secret mehr. So. Ich habe jetzt... Kann jetzt nicht einsaugen, aber... Sehr schön.
Jetzt aber. Komm. Oh, knapp. Sehr, sehr knapp war das jetzt gerade. Ich wollte gerade sagen, jetzt dürfte schon der Endboss dieser... Du bist ein doofes Arschloch. So, einen Moment, ich bin sofort wieder für euch da. Ich nehme meinen PC mal wieder kurz beschwert, dass ich ihm nicht genug Aufmerksamkeit schenke, aber das kann er auch vergessen. So, was kommt denn jetzt für ein Gegner? Ich weiß, welcher Gegner kommt und deswegen hätte ich gerne die Laser-Ability. Weil Laser einfach nur imbar ist. So, nur hier rein. Das ist nämlich mein Freund, der Malfuzzi. Und den will ich gerne aus guter Entfernung einfach immer wieder abballern. So, jetzt kann ich nämlich hier rüber. Einfach immer weiter draufhauen. Jetzt dürfte er schon down sein. Und... Zepter Nummer 2, wir sind hier live dabei. Wir haben das Zepter Nummer 2. Ach ja, wunderschön. Buttertürmchen. Ah, nee, nicht runterfallen. Hilfe, 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 nein. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Was? Ah! Der arme Kirby. Der kann einem schon manchmal leid tun, ne? Im Buttertürmchen sind wir angekommen. Aua. Komm her. Nehme ich halt das Schwert. Das Schwert ist eh das Coolste. So, haben wir hier hinten noch was? Nope. Ah, wirf nicht mit Schirmen nach mir. Tut man nicht. So, die Steine fallen nach unten. Der Wecker wird mal eben kurz weggebasht, wenn er uns nicht wegbasht. Ja, er hat uns weggebasht. Natürlich jetzt ohne Ability wird das Ganze sehr schön. Jetzt muss ich halt warten, bis er nochmal klingelt. Und seine Noten schießt. So. Geht halt leider nicht anders. Aua. Ich werde doch wohl nicht gegen den Wecker verlieren. Du gehst mir voll auf den Wecker. Na komm, klingel. So, einmal noch. Komm, klingel. Oh fuck. Zweimal gegen den Wecker verloren. Oh Gott. Das ist fies. Gib mir Noten. Ich brauche doch was, um dich abzuschießen. Das ist voll fies. Komm. So. Einmal. Viermal müssen wir ihn treffen. Komm, klingel nochmal. Sehr schön. Ja, klingel nochmal bitte. Mit Noten. Sehr schön. Wenn du das jetzt nochmal wiederholen könntest, wäre das voll toll. Wamsen und Wamsen. Kein Mensch mag Wecker. Ich schreie euch an. Und ich sing euch an. Und ich spiele Heavy Metal. So, was haben wir denn hier unten? Oh, eine Tür. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass hier unten eine Tür ist? Ich hätte es gedacht. Wir machen den nächsten kleinen Kampf frei hier. Sehr schön. Gib mir mal kurz den Laser. Habe ich wenigstens was? Huch. Aua. Du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Huch. Huch, wo kommst du denn her? Aber jetzt komm. Ja, schön. Ich bekomme ein Leben, das werde ich nicht hergeben. La 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 la. Und Kirby freut dich sehr. Hey! Oh, Luft holen auch mal zwischendurch. Wäre von Vorteil. So, immer weiter nach oben hier im Buttertürmchen. Yay, bam, 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 bam. So, Maxi-Tomate brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vor allem, weil sie eh kaputt geht. So, du triffst mich nicht, mein Freund. Hoch, 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 hoch. Kaputt machen und kaputt machen. Hier, den Energy Drink will ich mir gerne holen. Kaputt machen. Sehr schön. Ist das was? Ja, so kann man dich auch töten. Nehmen wir mal den Boomerang. Die zweitcoolste Ability in diesem Spiel. Weil es sieht einfach cool aus hier so. Warm. Warm.
Bam. Sehr schön. Und vorsichtig nach oben. Wow, das war knapp. Das war fies. So. Vorsichtig. Oh, das ist so fies, hier durchzukommen. Das ist echt fies, hier durchzukommen. Oh. Aber mit der Ability, mit dem Strom, mit Elektro, hätte ich vielleicht eine Chance. Muss halt nochmal nach unten jetzt. Aber... So. Sehr schön. So. Oh Gott, das ist manchmal echt schlimm mit nur 3 Hitpoints. Aber wir kriegen das... Nee. Doch, ich brauch dich. So, komm, machen wir dich auf eine konventionelle Art und Weise platt. So. Weil es schneller geht. Na. Gibst du mir mal ein paar Wheelies? Einer würde, glaube ich, schon reichen. Wamsen. Du kommst mal her. Rad. Ich drehe noch am Rad hier. Ei, Frau Bibsch. So. Sehr schön, sehr schön. Und dann sind wir auch schon durch. Oh Gott. Das war fies. Das war fies. So. Das war auch fies. Wisst ihr was? Hier friss. So. Wo uns zuerst das Leben. Und dann die Maxi-Tomate. Oh, nö. Und hier jetzt ohne Ability, aber ich habe es ja schon bewiesen, dass ich es kann. Na komm, gib mir mal was. Sehr schön, einmal. Du kriegst mich nicht, mein Freund. Du kriegst mich nicht, mein Freund. Komm mal her. Bamsen. Ich würde ja gerne mal beide auf einmal einsammeln. Weil dann haben wir einen größeren Stern. Der ein bisschen mehr Schaden macht. So, oder so geht's auch. So, jetzt haben wir den Knockout, Leute. Das ist auch eine geniale Ability. Sehr schön. Yeah. So, und Wamsen. Und Wamsen. Und weil es so schön war. Jetzt hole ich mir noch ein Leben, oder? Nee, nicht ganz. Schade. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Schade. Schade mit Spiel.